Herzlich willkommen wie jedes Jahr am ersten Advent hier zum Riesenstollenzusammenbau. Einen ganz besonderen herzlichen Dank an die Messe Dresden. Der Herr Finger ist da hier, dass wir heute hier sein dürfen. Hier einen entsprechenden Rahmen haben, wo man so einen Prachtkerl auch ausstellen kann. Vielen Dank, das freut uns, dass Sie uns hier mit offenem Arm empfangen. Ich will auch gar nicht das so weit ausdehnen. Ein großer Teil der Arbeit ist schon geschafft. Heute sind ja die Hauptakteure die Jungs und Mädels vom Bäckerfachverein unter der Leitung von Bernd Richter und René Krause, unser Stollenmädel, die nächstes Wochenende das Riesenbackwerk hier anschneiden werden. Die freuen sich heute auch schon so ein bisschen mit dem Riesenstollen an. Wir alle stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Der Vorstand des Schutzverbandes ist da, der Geschäftsführer Herr Groh und natürlich unsere Leute, die hier die harte Arbeit meistern. Und da will ich auch mal sagen, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man Jahr für Jahr am ersten Advent und das nun schon das 20. Mal den freien Tag opfert, obwohl man schon mehr als genug Arbeitszeit in den Backstuben verbracht haben. Dafür gebührt euch ein ganz besonderer Dank und in mehrfacher Weise möchte ich betonen, Herr Willkommen, dass das mit Sicherheit nicht ganz umsonst ist, was wir hier machen. Ich wünsche uns hier noch viel Spaß bei der Arbeit, einen lockeren Umtrunk natürlich, das gehört dazu und dass wir hier dann jetzt in den nächsten 2 Stunden das Gebäck final fertigstellen. Vielen Dank. Stefan hat uns das alte Episode erzählt, wegen der Übermorgen mit der ganzen Sache. Das ist wirklich. Ja, schmeckt schlecht. Wir werden bald besser aus. Ja, viel besser sehen Sie uns aus. So schnell sind die heute hier. Das geht schon. Schön warm und reich leichter. Sehr schön. Ich muss dann den Müll erstmal. Da müssen wir auch nicht mehr rüber. Ich bin
Wir wissen, dass es nie drauf ankommt, aber ich glaube, es ist euch wieder gelungen, einen fantastischen Riesenstollen zusammenzukriegen. Ein herzliches Dankeschön. Jetzt kommt natürlich die Stunde der Wahrheit, was die wahre Größe anbelangt. René, wir schreiben zur Vermessung. Genau. Also, wir machen als erstes. Ich habe mal ein 3-Meter-Band mitgenommen, weil ich dachte, das wird größer. Gut. So, die offizielle Länge des Stollens sind 3 Meter und 4 Meter 34. Wir haben den gemogelt. So, die offizielle Breite liest man ab bei 1,76 Meter. Muss schon alles seine Ordnung haben. Also jetzt nur den Deckel noch mal ein bisschen richten. Ja! 96 cm. Anders meldet. Immerhin. Kann ich nicht mitleiden. Ja, gut.